Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring. Ja, wir waren beim letzten Mal hier im Siegelgefängnis und haben hier noch einen Drachen vor dem hier, vor der Kathedrale von Manus Celis, besiegt. Und generell wollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Hier waren noch Gegner, die ich irgendwie, ja, da war ich ein bisschen scheu, sage ich jetzt mal, weil ich habe denen nicht so viel Schaden gemacht, aber ich muss einfach nur ein bisschen weiter drauf knüppeln oder halt mit besonderen Angriffen deren Haltung brechen und kann die dann ganz normal besiegen. Deswegen würde ich hier jetzt wahrscheinlich auch hingehen. Also hier die Erkundung würde ich gerne weitermachen. Hier drin ist noch so ein Loch, wo man reinspringen kann. Das hebe ich mir zum Schluss, glaube ich, auf. Und dann würde ich hier rechts noch schauen. Hier scheint ja noch eine Ruine zu sein. Bei den Drachen, wir hatten einen davon besiegt und es sah so aus, als wären das Drachen, die wieder spawnen. Dann war ich so, ja okay, ne, hier jeden einzelnen Gegner die ganze Zeit abmurksen muss ich nicht. Aber nein, das sind drei Drachen, die nicht wieder spawnen. Das war ja so ein bisschen so eine optische Täuschung, sagen wir mal, ja. Das heißt, ich würde auch zuallererst zu den Drachen tatsächlich gehen. Frage ist, ob, ich glaube, da konnte man keine Geisterasche benutzen. So, das war direkt hier runter, ne? Ja, das Gebiet ist sehr weitläufig. Es ist, ja, sehr wahrscheinlich, dass ich hier was übersehen werde. Was ich schon so ein bisschen verdächtig finde, ist, dass hier überall so Schildkröten sind. So. Also. Schildkröten haben wir bisher nicht häufig gesehen. Hier in der Spielwelt. Naja, lassen wir mal erstmal unkommentiert so stehen und machen mal wieder einen Drachenkampf. Hallo, du da. Der zweite wird dann wahrscheinlich auch gleich wieder kommen. Wir könnten unser Drachenwundenfett tatsächlich auch hier wieder benutzen, dann geht das ein bisschen schneller. Boah. Hat uns fast erwischt. Oh, da hat er uns erwischt. Das kann ich nicht leugnen. Oh. Blutungsschaden. Habt ihr den gesehen? Ah. Ich stecke schon wieder. Im Flügel fest. Jetzt wollte er eigentlich springen. Oh, normalerweise weiche ich dem aus. Ah, Sturmwind hier geht super. So, okay, der ist besiegt. Das gibt auch wieder ein Drachenherz. Da können wir wieder hier zu diesem Drachenaltar, wie auch immer, da zur Drachenkommunion gehen. Ich schau mal. Ich glaube, hier runter ging es zu diesen Kristallinen, die ich nicht besiegt hatte. Da wartet der, ja, dann letzte verbleibende Drache. Okay. Dann legen wir uns noch mit dem an. Hallo. Du bist der Letzte. Der haut sofort hier seinen Schwanz raus. Ja. Mist. So. Nicht in die Luft, nicht in die... Och. Jetzt nicht wieder da runter. Ach, du Idiot. Einen Sprung hier runter überlebe ich, glaube ich, nicht. Ah. Voll Idiot. Heißt, ich muss jetzt so oder so trotzdem erst an diesen Kristallinen vorbei. Gut, dann gibt es hier einen Rematch. Oder auch nicht. Bin ich blind? Okay, ich habe für irgendwas jetzt Runen bekommen. Gingst du hier nochmal runter? Schon wieder Runen bekommen? Okay. Ging's hier lang? Ah, egal. Ich gucke erstmal nochmal da, wo der Drache war, dass ich da nichts übersehen habe. Ob da nicht noch ein Item rumschwirrt. Wäre jetzt schade, wenn wir das irgendwie übersehen. Na, hier lag doch gerade was. Hm. Ah ja, egal. Gut, da ist er ja schon wieder. Hi! Sag mal, hau doch nicht immer ab. Bleib doch mal hier.
sonst? Ich kann auch einfach wieder auf dich warten. Okay, er fliegt diesmal in die andere Richtung. Deutlich angenehmer. Ah! Bist du? Ist er? Ah, ja, okay. Kollege. Komm mal runter. Ups. Wo ist er? Ja. Sag mal. Upsie. Nicht wieder rund. Okay, danke. Boah, Sturmwind hat mich heute echt lieb. Ja, okay. Aufstehen, bitte. Nein! Jetzt chillt er wieder da unten irgendwo, ne? Egal. Dann bleibe ich mal kurz da. Hä? Chillt er da hinten? Oder ist das jetzt neu? Boah, ich bin so verwirrt. Nee, okay. Das ist er. Mein Gott, du machst das einen aber auch hier unfassbar schwer und kompliziert, ne? Ich darf auch langsam treffen. Boah, mein Gott. War jetzt hier aber auch eine schwere Geburt. So. So. Jetzt haben wir es. Ich glaube, hier gibt es nur diese Drachenherzen. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu diesen kristallinen Gegnern. Weiter geht's dann auch irgendwie runter. Ich kann sie auch notfalls einfach überspringen. Ich würde sie aber zumindest einmal gerne besiegen. Naja. Wir schauen mal, wir schauen mal. So. Okay. Wo ging's hier jetzt runter? Das sieht mir auch gut aus. So, jetzt ist das Ding... Da ist auch noch eine Schildkröte. Die Sache ist, hier bin ich mir nicht sicher, ob ich hier alles mir angeschaut habe. Ich war nur in dem Siegelgefängnis, deswegen schauen wir hier jetzt auch noch einmal. Hier kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen, dass hier irgendwie noch so Katakomben oder sowas sind. Oder ich anderweitig was übersehen habe, aber... Sieht tatsächlich so aus, als wäre ich halbwegs sauber gewesen. Musste man die hier killen? Nein. Aber die dünnen Bestienknochen nehme ich ganz gerne mit. Hm. Ja. Ist die Frage, wofür das ist. Verdächtig ist, in dem Baum scheint irgendwie Spinne zu sein oder ist das ein Grafikfehler? Nee, es sind einfach nur so dünne Äste. Hier, wie gesagt, was hier mit dem Ding hier auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Hochhund voraus. Ich weiß halt wirklich nicht, warum... Also hier sind extrem viele Schildkröten, by the way. Warum sollte ich hier hochrollen? Was soll ich hiermit machen? Elden Ring hat das hier nicht ohne Grund platziert. Ich lasse es nochmal offen. Bevor ich jetzt hier sinnlos ins Nichts was ausprobiere.
So. Muss ich erstmal. Da war das Siegelgefängnis, das hatten wir. Und hier runter kamen dann gleich die Kristallinen. Okay. Dann fordern wir die nochmal heraus. Ich nehme mir mal hier ein bisschen Giftfett mit. Hoffe, dass das genügt. So, hallo. Ich versuche den hier so ein bisschen rauszukitzeln. Komm mal zu mir. Ja, ja. Ja, rausgekitzelt hat. Aua! Super funktioniert. Okay. Viel Schaden war das jetzt nicht. Ich würde den halt gern ein bisschen von dem anderen trennen. Ich werde keinen schweren Sprungangriff machen. Nur schon mal da als Hinweis. Damit wäre es aber einfacher. Ups. Aua. Mein armes Pferd hier. Okay. Aha. Nein! Okay, wir machen ihm jetzt mehr Schaden. Das ist schon mal wichtig. Ups. Nein! Oh. Da ist jetzt wirklich ein Problem, dass die, wenn ich mich einmal von denen treffen lasse, dann ist wirklich vorbei. Ich würde es gerne nochmal probieren. Ich würd die ungern einfach überspringen, weil ich glaube, die verfolgen mich auch. Ich will da in Ruhe erkunden, deswegen. Ah, ärgerlich. Egal, weiter geht's. Auf zu den Runen. Hier die Markierung würde ich mal entfernen. Und dann würde ich gerne meine Runen wieder einsammeln. Aber mit dem Rausziehen hat gut funktioniert, weil das Gebiet da dann auch nicht mehr ganz so eng war. So, die Drachen sollten jetzt auch weg sein. Mir wurde angekündigt, dass es sich um 3 Stück handelte. Das sieht jetzt auch friedlich aus. Alles klar. Beschäftigen wir uns nicht weiter mit. Schauen wir, dass wir die Drachenherzen eingelöst bekommen demnächst. So. Na, da liegen sie. Ich kann auch versuchen, mit Wurfwaffen ein bisschen die anzugreifen. Ein bisschen tricksen. Ja, Fächerdolche. Habe ich noch was anderes? Nee, nicht so wirklich. Schade. Vielleicht bewerfe ich die auch einfach mit Sachen. Na, mal schauen. Ja, mal gucken. Habe ich mich eigentlich nur selber vergiftet mit, ne? So. Kommen Sie ran. Ja, viel gebracht hat das jetzt nicht. Aua. Ach, nicht getroffen, das ist schlecht. Jetzt sind die schon wieder ein bisschen zu nah. Ah, das ist kacke. Okay. Der Kollege ist weg.
Oh nein, 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 nein. Das machen wir mal nicht. Ich muss halt Ausdauer regenerieren. Sag ich und spring tausendmal daneben und verbrauch dabei eine Menge Ausdauer. Oh. Haben wir uns beide exzellent ausgedribbelt. So, okay. Meine Güte, jetzt habe ich die endlich mal besiegt. War mir wichtig, dass ich das einfach mal gemacht habe. So, ja, ich kann die überspringen, aber ich will auch nicht vor jedem Gegner, der mir ein bisschen Probleme macht, zurückschrecken, sage ich jetzt mal. Und Übung macht bekanntlichermaßen den Och, da kommen noch mehr von denen. Echt jetzt? Na komm schon. Na komm schon. Ich hätte es halt gerne nicht so eng. Vor allem sehe ich da auch schon wieder noch einen. Jo. Das nervt mich jetzt ehrlich gesagt. Okay, scheiße. Vielleicht überspringe ich die doch. Ach, daneben. Euer Rumpel. Ah, ja, wir gehen hier K.O. Ah! Okay. Ich überspringe die mal und schau, was da zu sehen gibt. Meine Güte, da habe ich jetzt vier Stück von denen. Aber im direkten Kampf wirkt es leichter. Also auf dem Pferd habe ich es mir, glaube ich, schwieriger gemacht, als ich musste. Sonst versuche ich es mal ohne Pferd. Ah. Gut, Runen wieder einsammeln. 16.000 sind es nämlich. Ja, 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 ja. Weil hier ist halt noch was. Das würde ich gerne mir anschauen, was da noch ist. Die werden da auch nicht einfach nur so sein. Die Gegner haben da ja irgendeinen Sinn. Irgendwas bewachen die. So. Okay. Ich muss an denen direkt vorbeireiten, wegen der Runen. Weil die jetzt da so mittendrin liegen. Also an den ersten muss ich auf jeden Fall vorbeireiten. So. Hallo, hallo. Ignoriert mich bitte, ignoriert mich bitte, ignoriert mich bitte, ignoriert mich bitte. Lass es nicht ignorieren! Ich hasse mein Leben. So. Lass mich in Frieden. Lass mich in Frieden. Okay, was ist das hier? Ah! Was bist du? Das ist doch hier Radagons Hundgedönse. Aua. Ach nein. Jo. Der war mir schon damals zu schnell, zu beweglich. Das würde ich so immer noch unterschreiben. Das ist nicht gut. Oh, puh. 4.100 Runen, also so kam mir das jetzt aber nicht vor. Okay, die ignorieren mich. Dann ist gut. So, was haben wir hier? Wir haben hier... Oh, Schmiedestein der Stufe 8. Nice. Wir haben hier... Schmiedestein der Stufe 7. Auch attraktiv. Und zu guter Letzt haben wir wahrscheinlich auch einen Schmiedestein.
Noch ein Schmiedestein der Stufe 7. Das ist doch eine gute Ausbeute hier. Würde ich mal so sagen. Alles klar. Hier unten scheint noch was zu sein. Ah. Ob ich jetzt einfach runter kann, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich mache die Kristallinen nicht wieder hier rallig auf mich. Ich würde nämlich hier mich noch einmal ganz kurz umschauen, ob hier noch was ist. Na, hier scheint es einfach nur dunkel zu sein. Okay. Dann gehen wir hier jetzt runter. Bitte sind hier nicht noch mehr von diesen blöden Kristallinen. Die bin ich jetzt langsam leid. Wenn ich hier aber so die Kristalle sehe, glaube ich, dass hier noch der eine oder andere sitzen wird. Ich sehe einen Turm. Hier nochmal kurz schauen, aufmerksam bleiben. Wird eh was übersehen. Na, okay. War wohl nur eine kleine Zwischenebene. Das sieht mir aus, als könnte hier ein Gegner einen Hinterhalt machen. Interessantes Feld. Mhm. Okay. Wie komme ich jetzt runter zum Turm? Kann ich bestimmt einfach runterspringen, oder? Ja. Sieht sicher aus. Aber ich komme ja auch links weiter. Hier entlang. Das ist interessant für unser nächstes Vorgehen. Mich wundert, dass es hier keinen Ort der Gnade gerade in der Nähe gibt, tatsächlich. Ach, davor. Guck, Alter, ich bin einfach so schlau. Alles klar. Weil das wäre ja blöd, wenn man den ganzen Weg nochmal gehen müsste. Aber nun gut, dann... Der Turm wird wieder ein Rätsel haben, wo ich mal wieder verzweifeln werde, wo diese Schildkröten sind. So. Verlorene Gnade entdeckt. Dann aktivieren wir mal hier unser Rätsel. Sucht drei große weiße Bestien. Okay. Dann schauen wir uns mal um. Das Ding ist, das Gebiet hier um den Turm herum direkt ist recht überschaubar, sag ich mal. Deswegen weiß ich nicht, ob die tatsächlich so nah sein werden. Hier am Turm. Ich gucke jetzt tatsächlich auch mal in die Bäume. Das habe ich gelernt beim letzten Turm. Das muss so eine leuchtende Schildkröte sein, ne? Oh, die Turmanlage hier ist aber recht groß, ne? Also erwarte ich auch eine große Belohnung. Vielleicht Rani? Wäre untypisch, glaube ich. Ah, hier glaube ich nicht, dass es... Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es hier runter geht. Ich verstehe die Blutflecken nicht. Weil wir hatten schon mal, dass da so ein kleiner Absatz war. Aber schön. Hier ist doch eine, aber wie erwische ich dich? So nicht. Fernkampf. Ah, wenn ich dich markieren könnte, ne? Na? Kollege, dich würde ich gerne markieren. Ah, von hier aus. Das sieht doch gut aus, oder? Ups, das wollte ich nicht. Oh. Okay. Eine, drei wurden angeprägt. Boah, muss ich jetzt hier an jeder Klippe gucken? Huiuiui. Okay, also wir halten die Augen auf jeden Fall mal offen. Aber direkt hier am Turm war jetzt eine. Jetzt bin ich unsicher, ob die nicht hier doch überall am Turm sind. Auch wenn die Umgebung hier wirklich sehr begrenzt ist und es mich wundern würde.
Okay. Oh, ich sehe gerade die Folgenlänge tatsächlich. Ich versuche diesmal mal keine 40-Minuten-Folge zu machen. Also, ich halte mir das, glaube ich, nochmal offen hier mit den Schildkröten zum Abschluss, weil die Suche kann ziemlich lang werden. Die kann lang werden. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal weiter in die Richtung erkunden hier. Ein bisschen, 2, 3 Minuten machen wir noch. Es ist natürlich wirklich die Frage, wo ich überhaupt gucken muss, ne? Okay, es kam ein Speichersymbol, deswegen bin ich jetzt paranoid, ob hier nicht... Ich sag mal, Online-Nachrichten und Blutflecken hier an so Klippen würden das wahrscheinlich mir so ein bisschen verraten, ob hier so eine Schildkröte ist. Deswegen bleibe ich jetzt mal ganz ruhig und entspannt. Wir schauen uns hier ausgiebig um, vor allem jetzt wegen der Schildkröten. Was höre ich denn da? Ah, da war ein Wildschwein, okay. Das hier scheint mir, glaube ich, nur Klippe zu sein. So, hier in die Richtung müssen wir, ne? Ja. In die Richtung wollte ich. Seid ihr... Oh. Ihr seid Gegner. Ah, nein, 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 nein. Nicht schon wieder ihr scheiß Sprühschlangen. Okay. Der Hinterhalt der Sprühschlangen. Ich versuche mich halt nebenbei hier so ein bisschen umzugucken. Ich habe jetzt keine Lust, jede der einzelnen Sprühschlangen hier zu beseitigen. Sprühschnecken sind es, glaube ich. Ist auch egal. Das gab einen Trank? Okay. So. Hier vermute ich jetzt mal keine große Schildkröte. Ich darf halt nicht nur an Klippen gucken, ne? Wenn einer an der Klippe war, werden die anderen wahrscheinlich nicht an der Klippe sein. Noch mehr Sprühschlangen, Schnecken. Aber bisher habe ich auch noch keine so richtige Häufung sonst von Online-Nachrichten gesehen. Das stimmt mich eigentlich guter Dinge, dass hier jetzt gerade noch nicht wieder eine große Schildkröte war. Aber dann müssen die ja richtig verteilt sein. Normalerweise finde ich 2. Also eine habe ich gefunden, die war auch in der Nähe vom Turm. Die zweite hätte ich in der Nähe vom Turm gefunden. Okay. Ich habe das Gefühl, wir werden einen ersten Versuch von einem Boss machen. Wenn ich das richtig hier vorne wittere. Großes Kampffeld. Wäre das. Großes offenes Feld. Ich schaue mich jetzt aber erst hier unten um. Es sah für mich ein bisschen aus. Warte. Es sah für mich ein bisschen aus wie so einer, der immer bei hier so Erdenbäumen ist. Aber hier ist ja kein Erdenbaum, das macht keinen Sinn. Also werde ich abwarten müssen, was das wohl für ein Gegner ist. Gut, hier sehe ich jetzt auch keine groß leuchtende Schildkröte, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn es sich hier angeboten hätte. Also ja, hier ist ein Blutfleck, aber... Okay, hier sind schon ein paar mehr Blutflecken. Okay, jetzt werde ich paranoid. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass noch eine an der Klippe ist hier. Es wären 2 Stück an der Klippe. Das
wäre mir zu untypisch. Also, ich call mal, es wird wieder eine Schildkröte irgendwie an einem Baum sein. Das ist irgendwie so meine Vermutung. Was natürlich verdächtig ist, dass hier eine Schildkröte ist. Meistens sind Schildkröten da, wo Schildkröten sind. Was ein Satz. Diese Schildkröten sind da, wo Schildkröten sind. No shit, Sherlock. Ja komm, ihr riecht doch auch die Bossmusik. Kann mir doch hier keiner erzählen, dass das hier nicht nach Boss wirkt. Oh, aber wieder hier eine coole Ansicht, ne? Ich mag hier diesen Blick in den Himmel wirklich doch sehr gerne. Ah, die Schildkrötensuche, die wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge ausgeweitet werden. So, nicht ausgeweidet, sondern ausgeweitet. Ich schwöre hier, ich bin so paranoid jetzt wegen dieser ganzen vielen Bosse. Ah! Ah! Was sehe ich denn da? Hä? Komm ich denn da hin? Hier ist eine. Da ist eine. Aha. Ja, mal schauen, wie wir da hinkommen. Aber da ist eine. Boah, ich sag doch, zwei finde ich selber. Zwei finde ich eigentlich immer selbstständig. Aber wie komme ich da hin? Ah, ich glaube, ich kann mich hier runterlassen. Ah. Schön. Zwei Schildkröten von drei haben wir dann. Wenn ich jetzt hier sicher runterkomme. Muss ja ein bisschen abwägen, wie ich mich fallen lassen kann. Aber das wird schon klappen. Jo. Ist jetzt zufälligerweise so eine Geisterquelle, mit der ich wieder hochkommen will, ne? Hä? Das Siegel des Turms ist aufgehoben? Aber ich hatte doch nur zwei. Wo habe ich denn die dritte erlegt? Hä? What? Okay. Oh, okay. Dann nehmen wir den Turm noch mit rein und nicht die Ruine. Zu der Ruine gehen wir dann beim nächsten Mal. Aber warum? Es waren noch drei. Da stand doch, sucht drei große Bestien, oder nicht? Kelonas Turm. 24.000 Runen haben wir. Aufsteigen können wir damit noch nicht. Also, ich habe hier so ein bisschen auch wieder das Gefühl, dass hier Gegner sein werden. Weil das auch, das schien mir irgendwie ein großer Turm zu sein. Ich habe das so im Gefühl. Ich habe das so im Gefühl. Und ich hoffe, mein Gefühl ist falsch. Wollte doch sagen, den Balkon haben die hier doch hingepackt für einen schönen Ausblick. Okay, wir gehen weiter hoch. Ich will nicht sterben. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Es geht hoch. Was erwartet uns hier für eine tolle Belohnung? Ich tippe irgendwas, was auch mit Magie zu tun hat. Also ich denke, für uns wird die Belohnung sich wahrscheinlich in Grenzen halten. Aber wir haben es gemacht. Das ist das Wichtigste. Aber ich kann euch jetzt echt nicht sagen, wo die andere große Bestie ist. Okay. Let's see. Oh, es leuchtet ja richtig. Rannis dunkler Mond? Oh, brauche ich das, um mit Ranni zu interagieren? Also es ist ein Zauber, wenn ich das richtig sehe. Rannis dunkler Mond. Ne, es war hier. Oder? Da. Ruft einen kalten, dunklen Mond herbei und schleudert ihn nach Gegnern. Weisheit 68.
Eine legendäre Zauberei der karianischen Königin. Der Zaubernde erschafft einen kalten Dunkelmond und lässt ihn dann über seinen Gegner schweben. Der Dunkelmond neutralisiert bei Berührung jede Zauberei und senkt bei jedem getroffenen Ziel kurz die Resistenz gegen Magieschaden. Boah, das klingt schon ziemlich stark. Geführt von ihrer Mutter Renala fand Rani diesen Mond, als sie noch jung war. Der Anblick dieses dunklen und kalten Mysteriums ließ sie ein Leben lang nicht mehr los. Mhm. Cool. Danke. Ich markiere uns mal hier die Ruine. Ich glaube, wir können mich von der Seite da auch hinreiten. Und ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, bevor wir jetzt doch noch die 40-Minuten-Marke knacken. Okay. So. Dann hoffe ich an der Stelle, dass ihr viel Spaß hattet und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier Erkundung der Ruine und dann springen wir hier, glaube ich, schon in das Loch und dann haben wir das Gebiet hier, glaube ich, auch recht sauber abgegrast. Vielleicht habe ich die ein oder andere Sache übersehen, aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir es. Dann geht es einmal nochmal nach Nokron. Da das, was ich da vergessen hatte, beziehungsweise ausgelassen hatte, nachholen. Und ich weiß auch gar nicht, wann ich nochmal hier Caelid mache. Hier ist ja noch was an Gebiet offen, ne? Muss ich mal schauen. Hier für den hatten wir ja auch schon lange nichts mehr, ne? Naja, werden wir bestimmt nochmal irgendwann was haben. Und hier das kann ich eigentlich beim nächsten Mal machen. Hier zur Kathedrale der Drachenkommunion müssen wir nochmal Drachenherzen einlösen. Und generell zur Tafel der Gnade ein, zwei Sachen aufrüsten müssen wir auch nochmal machen. Aber gut, ich mache jetzt wirklich aus. Also deswegen, ich mach's kurz und knapp. Ciao, ciao.